Und egal, wie man das Ganze deutet, man kann sich öffentlich beschweren, aber was China jetzt macht, ist, dass es den Spieß umgedreht hat. Und das ist einfach ein Gedankenpunkt und ein Punkt, den ich einmal nennen möchte, weil ihr wart lange Zeit, wart ihr die Nummer zwei. Und jetzt mit der Eskalation in Russland, mit der Eskalation im Iran, jetzt fängt China plötzlich mit so einem solchen Schritt an und das ist nicht der einzige Ballon. Wo war's? Lasst mich nicht lügen, es wurde ja ein zweiter Ballon gesehen. War es in Kolumbien? Ich hoffe, ihr merkt das. Es wird provoziert. Und wenn wir jetzt sprechen, wie die Welt damit umgeht, falls China sich jetzt zu irgendeinem Schritt entschließt, dann ist es nicht mehr so, dass die ganze Welt hinter Amerika steht. Überlegt euch das. Der Nahe Osten, das Ganze ist geteilt. Saudi-Arabien, die ehemaligen Partner etc., die haben gerade langjährige Verträge mit China abgeschlossen. Europa, was will Europa machen? Wir können kaum die Ukraine mit irgendwas versorgen. Geschweige denn, dass wir hoffen, dass wir in keinen Krieg kommen. Weil falls das passiert, haben wir Munition für eine Woche. Welche anderen Orte könnten helfen? Japan? Ja, eventuell. Da wird ja gerade eskaliert. Deswegen ist ja einer der Punkte, was ich sage, was hier gerade passiert, ist, dass man den schwarzen Peter Amerika zugeschoben hat. Und in diesem Fall glaube ich, dass Amerika wirklich unschuldig ist. Und dass man sich überlegen muss, was jetzt als nächstes passieren kann. Weil eine Sache, die ihr nicht missverstehen solltet, nur weil ein Regime schlecht ist, heißt das nicht, dass das andere gut ist. Wir müssen aufhören, in Gut und Böse zu denken. Wir müssen in Machtinteressen denken. Was will jedes Land? Und im normalen Fall, mit Ausnahme der deutschen Regierung, versucht jedes Land das Beste für seine eigene Bevölkerung zu machen. Nochmal, mit Ausnahme der deutschen bzw. europäischen Regierung. Aber das ist einfach mal ein Gedankenkonstrukt, was ich nennen wollte, weil ich glaube, dass China plötzlich das erste Mal jetzt die neue Macht zeigt, provoziert und Amerika klar in die Schranken weist. Und das auf amerikanischem Gebiet. Auf amerikanischem Gebiet. Und das ist eine unglaubliche Änderung. Deswegen folgt mir auf Telegram. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Schaut euch unbedingt die Links in der Beschreibung an und folgt mir auf Telegram.